Ja, bei Rolls-Royce denken die meisten wahrscheinlich an ein Corniche oder ein Phantom oder ein Ghost, aber diese sehr bekannte Automarke ist schon lange Bestandteil von BMW. Ich beschäftige mich heute mit dem Triebwerksbauer Rolls-Royce, den ich am Ende auch noch für viel interessanter, insbesondere für Investments halte. Also werden wir drauf schauen, ob diese Wahnsinnsaktie sich nach der enormen Performance der letzten Zeit noch als Investment anbietet oder ob man hier lieber auf eine Korrektur wartet. Chartzeit allerseits, heute ist Mittwoch, der 22.05. Und wir schauen uns heute die Aktie von Rolls-Royce an. Snow Beach King hat hier gefragt, Chartzeit oder Mahlzeitvorschlag? Mich würde Rolls-Royce nach dem Doppeltop interessieren. Ein Blick darauf wäre klasse, danke. Auch Slobo und einige andere hatten sich Rolls-Royce zuletzt häufiger in unserem Mahlzeit-Chat gewünscht. Und von daher nutze ich hier die Gelegenheit, mal ein wenig ausführlicher auf diese wirkliche Ausnahmeaktie zu schauen. Ausnahmeaktie, naja, ihr seht schon im Hintergrund auf dem Monitor, Rolls-Royce-Aktie in Blau. Und das sind tatsächlich nur die letzten 52 Wochen, auf die wir hier drauf schauen. Da stehen sage und schreibe 180% Performance auf der Uhr. Wohingegen im UK 100, also im sogenannten FTSE 100, das ist die Benchmark quasi für die Rolls-Royce-Aktie, die wir hier zu Hilfe nehmen, mickrige 7,5% Performance stehen. Also das ist mal eine wirkliche Hausnummer, 180% Kursperformance in 52 Wochen. Und da verstehe ich natürlich, dass man hier auf der Suche ist nach einem Top und darauf wartet, dass die Aktie hier mal ein bisschen zurückkommt. Aber ich glaube, die Chancen darauf, die stehen noch nicht so besonders gut. Wir schauen uns das Ganze mal kurz an von der Geschäftsseite her. Ich habe gerade ja schon im Intro gesagt, die Automarke Rolls-Royce, die gehört inzwischen zu BMW, ist eine Tochtergesellschaft von BMW. Rolls-Royce Holdings ist überwiegend im Bereich Triebwerke und Ähnliches tätig. Und da sehen wir hier schon die Aufteilung auf der linken Seite. Das ist für das gesamte Jahr 2023. Da sehen wir die zivile Luftfahrt. Die liegt hier mit 7,35 Milliarden Pfund auf der Einnahmenseite. Dann haben wir den Bereich Defense, also alles, was für Düsenjets, Kampfjets und Ähnliches an Ausstattung generiert wird. Da liegen wir immerhin auch noch bei über 4 Milliarden Pfund auf Jahresbasis. Und der Bereich Power Systems hat sich auch sehr gut entwickelt. Der liegt inzwischen ungefähr gleich auf mit dem Defense-Bereich, auch um die 4 Milliarden. Von der Verteilung her über die Regionen sehen wir Europa mit 37% als größter Umsatzbringer, dann Nordamerika mit 31%, Asien mit 26%, Rest der Welt 6%. Das heißt, wir haben hier ein Unternehmen, was durchaus im Umsatzbereich diversifiziert ist und was auch geografisch schön diversifiziert ist. Das gefällt mir eben immer besonders gut. Und damit können wir hier tatsächlich mal auf die genauen Zahlen schauen aus dem letzten Jahr 2023. Da sind im März die entsprechenden Zahlen gemeldet worden. Und da sehen wir den Gesamtumsatz, der ist angestiegen von 12,7 auf 15,4 Milliarden. Das ist ein Wachstum von immerhin 21%. Gross Profit, der liegt bei 3,23 Milliarden nach 2,48 im Vorjahr. Auch hier eine ordentliche Steigerung von 30%. Der operative Gewinn, der ist sogar um 143% angestiegen von 652 Millionen auf 1,59 Milliarden Pfund. Und der Gewinn nach Steuern, 620% Gewinnsteigerung. Von 158 Millionen Pfund auf 1,14 Milliarden. Und ich denke, damit sollte klar sein, dass die Aktie zu Recht hier um 180% angestiegen ist. Bei einem 620% Anstieg auf der Gewinnseite ist das durchaus in Ordnung. Free Cashflow 780 Millionen verbessert von 505 auf 1,29 Milliarden. Die Schulden, die sind deutlich zurückgegangen.
von 3,25 auf 1,95 Milliarden. Das kann man hier auch nochmal sehr schön sehen, wie sich die Schuldenlast entwickelt hat. 1990, 20 und 21 hier schön angestiegen und seitdem 22 auf 23 deutlich zurückgekommen. Ja, hier haben wir nochmal die genauen Zahlen. 3,25 geht es runter auf 1,952. Return on Invested Capital oder Return on Capital haben wir hier von 4,9% eine Steigerung auf 11,3%. Das sind wirklich ganz hervorragende, fundamentale Zahlen, die wir hier sehen. Und das kommt tatsächlich aus allen Bereichen. Was ich besonders spannend finde, ist, wenn man sich diese Gewinn- oder diese Umsatzentwicklung schon alleine anschaut, wie die Umsätze angestiegen sind, dann haben wir im CAGR, im Compound Annual Growth Return, also die durchschnittliche Wachstumsrate auf Jahresbasis, wenn man auf die letzten 10 Jahre schaut, sind das gerade mal 1,2% Wachstum. Wenn man auf die letzten 5 Jahre schaut, sind das 0,95% Wachstum, also kaum gegeben. Wenn wir allerdings nur auf die letzten 3 Jahre schauen, dann liegen wir hier bei 12,8% Umsatzwachstum pro Jahr. Und damit ist ganz klar erkennbar, wie sich die fundamentale Situation von Rolls-Royce in den letzten Jahren dynamisch verbessert hat. Da ging es also wirklich hoch her und zwar in allen Bereichen. Wir schauen uns mal die drei großen Bereiche an. Zivile Luftfahrt, ja, sehen wir hier 29% Umsatzanstieg, 500% Anstieg im operativen Gewinn, 177% Anstieg im Cashflow. Der Bereich Power Systems, ja, den haben wir hier mit 16% Umsatzanstieg, 44% Anstieg auf dem operativen Gewinn, 192% Cashflow-Verbesserung. Hier haben wir den Bereich Defense, 12% Umsatzanstieg, 30% Anstieg im operativen Gewinn, 20% Cashflow-Verbesserung. Also es läuft wirklich in allen drei Bereichen ganz hervorragend und das ist im Prinzip alles, was man hier sich fundamental zu dieser Aktie anschauen muss. Die Frage ist natürlich immer, wie wird es jetzt weitergehen? Und dafür können wir mal kurz auf die mittelfristigen Erwartungen schauen, die mittelfristigen Erwartungen, die Rolls-Royce sich selber gesetzt hat. Hier haben wir immer die Entwicklung drin 2022, 2023. Ja, sehen wir Operating Profit, der ist von 22 auf 23 auf 1,6 Milliarden angestiegen. Den erwartet man aber Midterm, und das ist so bis 2027 ungefähr gerechnet, auf 2,5 bis 2,8 Milliarden. Also wirklich nochmal eine richtig ordentliche Schippe drauf. Das will man erreichen über eine Verbesserung der operativen Marge. Die soll von zuletzt 10,3 auf 13 bis 15% ansteigen. Dafür versucht man natürlich auch aus Bereichen auszusteigen, die nicht so besonders profitabel sind. Ende 2023 ist Rolls-Royce gerade aus den Entwicklungen für Elektroantriebe ausgestiegen und sehen also auch den Bereich Wasserstoff nicht als wirklich interessant, vielleicht für die nächsten 15, 20 Jahre, und bleiben dabei, ihre Antriebstechniken weiter kerosinbasiert zu betreiben, weil sie einfach schlicht und ergreifend sagen, bis E oder bis Wasserstoff hier irgendwann mal eine sinnvolle Alternative sein kann, da werden noch viele, viele Jahre ins Land gehen und wir sparen uns im Moment diese Entwicklungskosten und steigen da komplett aus. Und man hat natürlich zum einen für den Bereich Elektroantriebe jetzt die Research and Development Kosten, die man einspart. Auf der anderen Seite konnte man die Belegschaft so um 2000, 2500 Mann verkleinern, weil man diesen Bereich nicht mehr dabei hat. Und das sind alles Maßnahmen, die am Ende dazu führen, dass die operative Marge sich Stück für Stück verbessern wird. Am Ende möchte man hier auch einen wirklich enormen Free Cashflow zwischen 2,8 und 3,1 Milliarden generieren und Return on Capital soll nochmal ansteigen, haben wir ja eben schon gesehen, diesen enormen Schritt von 4,9 auf 11,3%. Da möchte man bis 2027 noch im Bereich 16 bis 18% ankommen. Also das ist quasi die Idee, die jetzt hinter diesem ganzen fundamentalen Konzept steckt von Rolls-Royce. Und das bedeutet am Ende für uns, wir können davon ausgehen, dass diese stark aufwärts gerichtete Bewegung im Markt sich höchstwahrscheinlich auch noch weiter fortsetzt. Dafür schauen wir mal hier auf die Charts. Der Wochenchart, der sieht wirklich eindrucksvoll aus. Und da muss man auch sagen, okay, ich kann das verstehen, dass man hier versucht, die Tops irgendwo jetzt zu sehen. Aber
Wenn ihr euch den Kursverlauf anschaut, dann seht ihr, wir haben hier im Ende Dezember 2022 eine ziemlich wichtige Kreuzung. Im Prinzip ist das die Kreuzung vom 50er und dem 200er gleitenden Durchschnitt auf Tagesbasis. Das hier ist der 10 Wochen und der 40 Wochen Durchschnitt. Und ihr seht schön, wie sich der Kurs im Prinzip an diesem 10 Wochen Durchschnitt lang hangelt und immer weiter nach oben schiebt. Und jetzt haben wir hier eine Situation, wo wir vom 50-Tage-Durchschnitt im Prinzip wieder nach oben starten. Also das Erste, was ich euch zeigen will, ist, dass diese Dynamik, die wir hier sehen, absolut gesund und absolut intakt ist. Das seht ihr hier unten schon alleine am Gersh-Trend-Indikator. Der ist seit Anfang Januar positiv und da wird die Dynamik immer weiter aufgebaut. Also das ist ein sehr, sehr gesunder Aufwärtstrend, den wir hier auf Wochenbasis sehen. Schauen wir auf die Tagesbasis. Ja, dann sehen wir eben hier auch einen sehr dynamischen Trend, eine sehr schöne Bewegung. Wir sehen hier einen Gersh-Trend, der nur ganz kurz mal in den Negativbereich gerutscht ist. Und das, was im Prinzip immer wichtig ist, ich will das vielleicht einmal kurz vergleichen mit dem Kursverlauf der Embraer-Aktie. Ja, da hatten wir hier Ende März diesen Jahres eine ausführliche Analyse bei Chartzeit drin, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ausführliche Analyse bei Chartzeit, da hatten wir drauf geschaut, dass der Kurs sich hier Ende März von Embraer, kleiner Flugzeughersteller, kleines Gut, der drittgrößte der Welt im Prinzip nach Boeing und Airbus. Und da war die Frage, ob man nicht hier vielleicht investieren kann, wenn jetzt die Boeing-Aktie nicht mehr gut läuft. Und ich bin zu diesem Zeitpunkt hier zu dem Schluss gekommen, dass es zum aktuellen Kursniveau nicht viel Sinn macht. Schlicht und ergreifend, weil sich der Kurs viel zu weit vom 50er gleitenden Durchschnitt entfernt hat. Wenn wir uns hier mal anschauen, da hatten wir eine Distanz vom Kurs zum 50er gleitenden Durchschnitt von 26%. Vom 200er waren es sogar über 60%, die der Kurs entfernt war. Und da hatte ich auf diese Situation hier hingewiesen und hatte gesagt, ich würde jetzt erwarten, dass der Kurs hier deutlich korrigiert, beziehungsweise leicht korrigiert, ein wenig seitwärts läuft und dem 50er gleitenden Durchschnitt hier die Chance gibt, aufzuholen. Ja, das war genau dieses Beispiel, was ich hier dafür gebracht habe und habe gesagt, ich erwarte hier jetzt genau das Gleiche wieder, dass der Kurs korrigiert und dass der 50er gleitende Durchschnitt hier aufholt. Und wenn die beiden sich annähern, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Aktie wieder dynamisch nach oben laufen kann. Und genau das ist hier passiert. Ja, wir haben hier diesen dynamischen Hochlauf gesehen. Und wenn wir das jetzt nochmal vergleichen mit der Aktie von Rolls-Royce in der aktuellen Situation, haben wir hier, ja, dann sehen wir, dass wir hier schon einen ganzen Schritt weiter sind. Also in dem Moment, wo wir jetzt uns befinden, wir hatten hier eine Situation, da hat sich der Kurs sehr weit weg entfernt vom 50er gleitenden Durchschnitt. Dann haben wir eine Seitwärtsbewegung im Kurs bekommen und der 50er hat hier schön aufgeholt. Und von da an, wo die zusammengelaufen sind, ging das Ganze wieder nach oben. Die nächste Situation hatten wir hier Mitte März. Ja, da hat sich der Kurs sehr weit weg bewegt. Jetzt hatten wir eine längere Phase, in der der Kurs seitwärts gelaufen ist. Der 50er gleitende Durchschnitt hat hier aufgeholt und von daher würde ich sagen, ist es kurstechnisch jetzt wieder so weit, dass wir hier nach oben ausbrechen können und weiterlaufen. Ja, und das ist immer das, was ich mir anschaue. Ich habe zwei Dinge. Ich will einmal sehen, dass wir nicht zu weit weg sind vom 50er und ich habe natürlich hier auch immer meine Handelssignale. Da seht ihr auch, die sind hier sehr punktgenau gekommen. Einmal, als diese Konsolidierung hier weit genug gelaufen ist und wir dann die positive Kreuzung in der Stochastik gesehen haben, da kam hier das erste Kaufsetup, dann ist das erste Kursziel erreicht worden und hier ist dann im Prinzip auch das zweite Kursziel erreicht worden. Hier haben wir genau das Gleiche wieder. Der Markt läuft in diese Konsolidierung, die Stochastik kreuzt, Gersh-Trend bleibt hier positiv und dann kommt hier das Einstiegssetup, da ist das erste Kursziel auch direkt schon erreicht, dann sind wir ins zweite reingelaufen. Also das ist die zweite Variante, die ich mir hier immer ganz gerne anschaue als Trading Setups. Jetzt würde ich sagen, wir haben hier eine ganz gute Chance, im Prinzip mehr oder weniger einfach ein Chart Setup zu traden. Und zwar haben wir hier eine horizontale Begrenzung und wir haben hier auf der Unterseite einen dynamischen Anstieg. Das bedeutet, wir laufen jetzt quasi hier in so eine Dreieckskonstellation rein, mehr oder weniger. Und der Ausbruch nach oben, der Ausbruch hier über 440 Pence,
der sollte dazu führen, dass wir eine weitere Aufwärtsbewegung sehen. Wenn man jetzt einfach mal ein Trade-Setup willkürlich hier hinterlegen möchte, dann kann man das relativ einfach machen. Wir hätten ein Einstiegslevel, das liegt irgendwo über 440 Pence. Dann haben wir ein Kursziel, das ergibt sich quasi hier aus dieser Höhe des Dreiecks. Das liegt dann da oben bei 480. Und wenn wir bei 480 uns hier das Ziel nehmen, dann kommen wir hier auf einen Trade mit einem Chance-Risiko-Verhältnis 1,36 zu 1. Und das finde ich völlig in Ordnung für einen trendfolgenden Trade. Das heißt, man könnte sowohl kurzfristig in der Aktie agieren, als eben auch langfristig. Müsst ihr eben immer wissen, wenn ihr kurzfristig hier agiert und nehmt direkt dieses Ausbruchsniveau, dann haben wir immer noch eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, hier auf der Unterseite auch nochmal ausgestoppt zu werden. Das ist eben immer das Problem von aggressiven Trades. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich ja häufiger mal bei Chartzeit mache in den Trading Depots. Da handeln wir diese kurzfristigen Setups, diese kurzfristigen Trades. Da wird man dann eben auch mal ausgestoppt. Ja, das gehört halt mit dazu. Auf der anderen Seite, wenn ihr euch entscheidet zu investieren, dann ist das sicherlich hier in der Nähe des 50er gleitenden Durchschnitts auch nicht unbedingt eine schlechte Ausgangsbasis. Ja, und ich habe es euch ja gezeigt, diese Ziele, die hier noch erwartet werden, mit 2,5 bis 2,8 Milliarden Operating Profit, mit einem Free Cashflow um 3 Milliarden Pfund, mit einer operativen Marge 13-15% und einem Return on Capital mit 16-18%, da hat die Aktie durchaus noch Luft nach oben. Und von daher würde ich sagen, ist hier das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Und ich habe schon so viele Top-Caller gesehen am Markt, die hemmungslos gescheitert sind, dass ich mich sehr schwer damit tue, in solchen laufenden Aufwärtsbewegungen wirklich die Hochs vorherzusagen. Ja, so wie wir es bei Embraer gesehen haben, dass wir sagen, der Trend ist intakt, wir haben uns einfach ein bisschen zu weit entfernt, wir sind ein bisschen überkauft, dass hier mal eine Konsolidierung kommt, das ist zu erwarten, aber danach hohe Chance, dass es in dem übergeordneten Trend einfach weiterläuft. Und so ähnlich ist es jetzt hier bei Rolls-Royce auch, nur mit dem Unterschied, dass wir inzwischen schon 6 Wochen seitwärts konsolidieren und die nächsten Ausbrüche könnten hier durchaus weitere Bewegungen zur Oberseite bedingen. So, das wäre es gewesen über Rolls-Royce. Ich hoffe, es bringt euch ein bisschen weiter. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut und bye bye.